Alter, Hong! Hey, Hong! Hong! Alter, Mann! Was, Mann? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was mit dem Special, dem Abo-Special? 30k, Alter! Was? 30k Abo-Special? Das juckt die Leute nicht, Mann! Das Einzige, was die wollen, das wollen die, Mann! Alter, ich hab keinen Bock drauf, Mann! Ich will lieber das weiterschauen! Oder, Leute? Das ist das Einzige, was ihr haben wollt, oder? Erstmal... Oh, hey, was geht ab, Leute? Hier? Mit dem 30k, mittlerweile 31k Abo-Special und in Verbindung dazu dem Brook nicht Gacha Autocatch Gewinnspiel. Er hat eine Weile gedauert, das hätte ich eigentlich das Video schon irgendwann im November rausbringen sollen, aber ich hatte keinen Bock. Nein, ich habe nicht die ganze Zeit Animes geschaut, obwohl ich in letzter Zeit wieder eine Menge Animes geschaut habe und Manga gelesen. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich kein 30k Abo-Special gemacht habe. Gewinnspiel läuft so ab. Innerhalb dieses Videos werden drei Sachen eingeblendet, das sind drei Hinweise. Zusammengefügt kommt ihr zu einer Lösung. Diese Lösung müsst ihr dann mir auf Instagram wahrscheinlich schicken. Auf jeden Fall 30k Abo Special, erstmal natürlich danke. Vielen Dank für den Support und für die lange Reise. Ich habe ja das Video hochgeladen, Highlight 2019 und Alter, was war das für ein Jahr? Und nicht nur 2019 natürlich, auch 2018, 2017 und auch ein Teil von 2016. Da hatte ich nämlich angefangen mit diesem Channel und Pokémon Go. Und ja... 3,5 Jahre sind wir jetzt schon am Start. Sommer diesen Jahres sind es dann 4 Jahre. Und 4 Jahre ist eine lange Zeit. In der Zeit kann man so viel machen. In der Zeit kann man sogar ein Studium absolvieren. Plus Extrasemester oder irgendwie Auslandssemester oder so. Also schon heftige Zeit. Und wieso hatte ich jetzt keinen Bock, obwohl das so eine geile Zeit war? Klar bin ich dankbar und es war eine geile Zeit. Und man ist schon natürlich auch stolz auf das, was man erreicht hat. Aber irgendwie auch nicht. 4 Jahre ist halt echt eine lange Zeit. Und dann denkt man sich, hey... Was hat man eigentlich erreicht in der Zeit? Klar, ich hatte mega viel Spaß, viele Erinnerungen, viel Abenteuer, viele Erfahrungen, aber so für die Zukunft. Man wird ja auch älter, man muss an die Zukunft denken, man muss an Familie denken. Wie kann man seine Eltern demnächst versorgen? Wie kann man seine Frau demnächst versorgen? Wie kann man seine Kinder irgendwann versorgen? Und das passiert sicher nicht mit den 30k, die ich mir bisher aufgebaut habe und den paar tausend Klicks, die ich pro Video bekomme. Ich meine, auf der einen Seite natürlich, ihr seid die Krassesten, das sagt zwar jeder über seine Community, aber ihr seid echt heftig. Ich habe so krasse Leute, die jeden Tag jedes Video anschauen, immer supporten. Mitglieder, die ich habe, boah, Grüße gehen raus an Marcel und Corleone. 1 Jahr und 2 Monate und 1 Jahr und 1 Monat am Start, heftig. Support für den Shop und sowas, Merch, der geht auch ganz gut ab, obwohl ich nie Werbung mache, obwohl ich noch so klein bin. Sind die Käufe nicht schlecht, also vielen Dank an euch alle. Auch Deutschland Tour, ihr wisst ja, den Support, den ich bekommen habe, die ganzen Leute, die mich übernachtet haben lassen und sowas. Dennoch war ich nicht in der Stimmung zum Feiern und zur Freude. Denn auf der anderen Seite fühle ich mich auch irgendwie beschämt, sage ich mal. Nicht nur stolz, weil 30.000 ist nicht so viel. Die Views, paar Tausend, ist jetzt auch nicht so viel. Klar, ich bin sehr froh darüber und dankbar, dass YouTube ein Teil meines Einkommens ist, dass ich das machen kann, dass ich das machen darf, dass ihr am Start seid, dass ihr mir zuschauen wollt. Alles nicht selbstverständlich. Es gibt viele kleinere YouTuber, die... Es gibt unendlich viele YouTuber auf YouTube, die das natürlich haben wollen, was ich habe. Und ist natürlich ganz normal. Ich denke, in der Natur des Menschen, dass man immer weiter rauf schaut und das haben wir, was der andere hat. Klar würden jetzt ein paar sagen, irgendwie gierig oder sowas oder ich glaube die Kinder heutzutage im Internet sagen Geld geil, Klick geil. Kann man natürlich so sehen, dass man halt immer mehr will, aber man kann es natürlich, glaube ich, auch positiv sehen, dass man sich verbessern will, dass man etwas Besseres anstrebt, dass man motiviert ist von dem anderen und diese Stufe erreichen will und sich halt immer hochklettern will, immer besser werden will. Ich denke, das kann man auch so positiv sehen. Ich denke, man ist oft nicht zufrieden im Leben mit dem, was man hat. Ja, ich kann zufrieden sein, aber irgendwie halt auch nicht. Und das ist das, was mich ein bisschen demotiviert hat. Und deswegen ich nicht Bock hatte, 30.000 Abos zu feiern. Erstmal, Abos an sich sind gar nicht so geil oder so wichtig. Das ist nur eine Zahl, die eigentlich nichts zu bedeuten hat. Klar, ein paar Firmen oder so werden sich die Abo-Zahlen anschauen, die keine Ahnung haben von Marketing und Social Media und sowas. Und sich denken, boah, der hat so und so viele Abonnenten. Aber wer lange und oft auf YouTube unterwegs ist, der weiß, Abonnenten haben nicht viel zu sagen. Es kommt halt auf Views an, CPM und Zuschauerbindung. Das sind so halt die drei wichtigen Sachen. Und die Abonnenten an sich sind eigentlich vollkommen egal.
Es gibt so viele Abonnenten, YouTuber, die haben 200-300.000 Abonnenten, aber die kriegen keine Klicks mehr hin. Entweder weil alles hochgebottet ist, weiß ich nicht, oder weil sie mal im Hype waren und die Leute halt nicht deabonnieren, aber halt auch nicht mehr zuschauen. Die 5.000, das ist halt nichts, worauf man sich ausruhen kann, was man feiern kann. Das ist so, als würde man eine 4 in Mathe feiern oder so. Klar gibt es Momente, wo man eine 4 feiert, wisst ihr, was ich meine? Ich würde auch immer eine 4 feiern in Mathe, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich nichts, worauf man stolz sein müsste und feiern müsste. Aber jetzt sind wir hier. Mal schauen, was die Zukunft bringt, weil ich weiß es echt wirklich nicht. Deswegen muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, yo, wie ernst nehme ich diese ganze Sache mit YouTube? Was will ich eigentlich? Weil bisher, und darauf gehen wir gleich noch ein, bisher habe ich das natürlich nur zum Spaß gemacht. Klar, ich verdiene jetzt ein bisschen Geld damit, ist ein Teil meines Einkommens jeden Monat, aber am Ende des Tages mache ich das nur zum Spaß. Aber erstmal, wie hat das Ganze angefangen? Das ist eine große Frage, die oft gestellt wird. Hong, wie bist du eigentlich auf YouTube gekommen? Ich denke, auf YouTube gekommen, so wie jeder. Also YouTube kennt man halt irgendwann einfach. Aber wie habe ich angefangen, Videos zu machen? Ein Clip hat das entschieden und den blende ich hier jetzt mal ein. Ich habe nämlich früher Yu-Gi-Oh! Gespielt und wir waren da so im Spielladen, haben ganz normal gezockt, gechillt. Und damals waren Würfeln und Karten, das war sehr beliebt. Macht zum Glück heute keiner mehr, ist nicht mehr so beliebt, aber damals zu der Zeit war es sehr beliebt und einer der größten Zocker damals war Long, ein Kollege, und der hat immer sehr hohe Beträge gewürfelt. Vor allem für Kinder, Alter, 14, 15, 16, 17, 18. Und die würfeln einfach um Tausende von Euro. Also Knossi und Montana Black, lasst ihn grüßen. Ja, und eines Tages hat er einfach mal wieder um hohe Summen gewürfelt. Ein Kollege Moksha hat das Ganze gefilmt. Und das wurde auf den Kanal hochgeladen. Und das war der Beginn von meiner YouTube-Karriere und von TBT. Nächste Frage. Was ist TBT, Digga? Wofür steht TBT in deinem Namen? Das steht für Team Bubble Tea. Alter, einer meiner größten Fehler im ganzen Leben war es, damals den Namen Team Bubble Tea zu wählen. So ein schlechter Name. Team Bubble Tea war in. Also, nee, nicht Team Bubble Tea. Bubble Tea war in. Und wir hatten eigentlich auch vor, Bubble Tea Reviews zu machen. Falls ich noch eins finde, blende ich das hier ein. Und damals waren Teams in Yu-Gi-Oh! Sehr beliebt. Deswegen Bubble Tea und Team Bubble Tea. Und so hat es ganz angefangen. Und die Truppe wurde echt krass. Wir haben die deutsche Yu-Gi-Oh! Szene hops genommen. Dann kam irgendwann Pokémon Go. Und ja, seitdem gibt es diesen Kanal hier. Pokémon Go. Wir haben angefangen, Pokémon Go zu zocken. Zumindest ein Teil von der Gruppe. 2, 3. Es ging raus an John, Nico, Steve und sowas. Die haben nie Pokémon gespielt, aber die anderen. Das war 2016. Und zack. 4 Jahre später, wir sind hier an diesem Ort angelangt. Was für eine Zeit, Alter. 4 Jahre. 31.000 Abos später, 12 Millionen Views später und wir sind an diesem Punkt angelangt. Und jetzt stellt sich mir die Frage natürlich, was soll aus diesem Kanal werden, was soll aus mir werden? Kleine Unterbrechung, ich war mir nicht sicher, ja, was ich jetzt noch erzähle. Deswegen habe ich erstmal alles, was ich schon hatte, geschnitten. Und jetzt weiß ich ungefähr, was ich noch sagen will oder sagen muss. Auf jeden Fall, Yu-Gi-Oh! Serious Business gewesen. Pokémon Go ist Serious Business gewesen. Aber YouTube war nie Serious Business. Obwohl ich mich immer so verhalten habe, bezüglich den Aufgaben, hatte ich nie im Kopf diese Idee, yo, YouTube ist Serious Business, YouTube ist ein Business, sondern immer, yo, das ist Spaß, ich lade hoch, was ich will. Ich habe nie darauf geachtet, was ich genau sage und wen ich damit verletzen könnte oder wem ich auf die Füße trete oder so. Ich habe zum Beispiel hier vorletztes Video Dinge, die nicht jeder weiß in Pokémon Go. Ich habe nicht an die Leute gedacht, die dann beleidigt sind, weil ich die dunklen Geheimnisse gelüftet habe. Dann bin ich auch vom Thema abgeschleift und habe so einen kleinen Diss gemacht gegen die Leute, die nicht darauf achten, an die ein Geschenk aufmachen sollen. Und das hat auch eine Menge Hate bekommen. Aber juckt mich nicht. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist meine Meinung. Wenn ihr die Meinung nicht vertretet, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren schreiben oder ein Dislike geben. Was weiß ich, aber ich habe halt nie darauf geachtet, dass ich nie irgendjemand auf die Füße trete, um eben genau erfolgreich zu sein. Das war halt nie mein Gedanke so. Ich habe auch nie daran gedacht, boah, irgendwann werde ich mal Vollzeit-YouTuber und ich kann damit Geld verdienen und dies, das. Sondern ja, Geld ist angekommen. Als Nebensache, eigentlich war das sogar mehr eine Last, weil dann musste ich alles anmelden und dieses ganze Papierkram. Aber ich habe nie daran gedacht, boah, ja, irgendwann werde ich mal mein Leben mit YouTube finanzieren. Aber vielleicht sollte man mal drüber nachdenken. Ich habe einen Kollegen, das ist der Lionel Dennis, aka Anteko, war damals auch ein Yu-Gi-Oh! Spieler und hat auch YouTube gemacht und war immer ein Rivale, Konkurrent. Aber nicht im bösen Sinne, sondern freundliche Rivalität. Wir haben uns immer hochgepusht, wettgeeifert und sowas. Und auch ein Vorbild, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein sehr korrekter Dude, korrekter Kollege. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Wir waren auch oft auf Turnieren zusammen. Und der hat aufgehört mit Yu-Gi-Oh!
und hat dann einen Anime-Channel gemacht und der läuft ganz gut. Dann wurde der gestrikt und gelöscht mehrere Male. Also das ist, glaube ich, jetzt schon sein vierter Anime-Channel, weil die Anime-Channel immer gestrikt werden und nach 3 Strikes wirst du halt gelöscht. Und dann musste er wieder neu anfangen und jetzt hat er wieder neu angefangen, ist aber wieder auf einem guten Wege mit 15.000 Abos. Hatte mal Höchstzeiten ein bisschen was über 20.000, dann wurde der Ende letzten Jahres so weggestrikt und gelöscht, was natürlich sehr traurig war. Und da hat er auch ein Statement-Video dazu rausgehauen und seine Ambitionen bezüglich YouTube mal genannt. Und ich habe halt keine Ambitionen bezüglich YouTube und das ist eine Sache, die vielleicht fehlt. In dem Statement-Video hat er gesagt, natürlich sehr schade, alles was er sich aufgebaut hat, innerhalb von Minuten, Stunden, Tagen gelöscht. Einfach durch diese Strikes. Er hat übrigens 22 Strikes oder so bekommen. Da hat er gesagt, sein Traum wäre es, 50-50 zu machen. 50% YouTube, 50% normalen Job, also Halbzeit. Er hat gesagt, er war nicht so weit entfernt davon. Und jetzt muss er halt wieder einen großen Rückschritt machen. Ist zwar ein bescheidenes Ziel. Er träumt auch nicht davon, der große YouTuber zu werden, der Millionen davon macht. Aber er hatte ein Ziel. Ein Ziel, das ich nicht hatte. Anderer Kollege, von dem habe ich auch schon mal erzählt, ist der Min. Und der versucht auf Biegen und Brechen, auf Krampf, YouTuber zu werden. Es gab eine Zeit, da war eine Weile lang unter jedem Mainstream-YouTube-Video ein Kommentar von ihm. Und es wurde halt hochgepusht. Er war immer einer der Top-Kommentare. Das ist so eine gängige Art, deinen Kanal hochzupushen und Abonnenten zu bekommen. Nicht, dass er nicht gut ist. Er ist auch gut, also er hat die eigentlich schon verdient. Aber irgendwie muss man halt diesen Start reinbekommen, deswegen gebe ich ihm da keine Schuld, dass er solche Mittel verwendet. Im Gegenteil, ich bewundere es sogar, denn er ist bereit, alles zu machen sozusagen für seinen Traum, dass er es schafft. Und das war ich halt nicht. Ich war nicht bereit, meinen Charakter, meine Persönlichkeit irgendwie halt aufzugeben, um erfolgreicher zu werden. Klar sagen jetzt ein paar Leute, er genannt, dies, das, Charakter geht immer vor Erfolg und sowas. Aber ich bewundere es auch, wie Min, der Kollege, bereit ist, alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Das muss man ja natürlich auch. Ich meine, jede Anime-Figur zum Beispiel ist bereit, alles zu geben, sein Leben zu geben, um sein Ziel im Anime zu erreichen. Und meistens, klar, es gibt Anime, wo der Charakter nie seine Loyalität und seinen Charakter und seine Persönlichkeit dafür wegschmeißen würde. Es gibt auch krasse Anime, wo die Hauptfigur bereit ist, alles zu geben. Das nennen wir mal zum Beispiel Attack on Titan. Eren ist bereit, alles wegzuschmeißen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert, aber das ist nur so ein Beispiel. Deswegen bewundere ich schon sehr. Und ich weiß nicht, wie er in Kontakt gekommen ist mit den ganzen Leuten, aber momentan lebt er in Köln mit Crispy Rob zusammen, hat Videos gedreht mit Crispy Rob, mit Beamer und so weiter. Keine Ahnung, wie er diesen einen Schritt gemacht hat, wo die Connection aufgebaut wurde. Und um ehrlich zu sein, ich will es gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen vorgegangen ist. Aber er hat es geschafft. Und jetzt müsste der Erfolg langsam kommen. Und er hat so und so viel dafür geopfert und hergegeben und war bereit herzugeben. Und das respektiere ich. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mein volles Potenzial genutzt, weil das halt nie serious business für mich war. Wer weiß, ich weiß echt nicht, was die Zukunft bringt. Ob ich noch weiter YouTube machen werde, wie lange Pokémon Go noch läuft, wie ernst ich diese ganze Sache nehmen werde. Das sind nur so ein paar Gedanken, die mir momentan durch den Kopf schwirren. Euch viel Spaß, viel Glück mit dem Gewinnspiel. Gönnt euch einen Gacha. Wie gesagt, alle, die mich anschreiben mit der Lösung, kommen in den Topf und dann wird es irgendwann ausgelost. Das war's von mir, Leute. Vielen Dank für die 31.000 Abos und Klasse 4 oder 3,5 Jahre. Langer Weg. Und was die Zukunft bringen wird, das werden wir dieses Jahr erfahren. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon und vielleicht auch YouTube sind serious business.